So Leute, willkommen. Ich war gerade, keine Ahnung, in 17.000 Geschäfte einkaufen, ey, und keine Ahnung, in Wien kriegst du irgendwie auch nichts mehr. Essen war ich auch gerade, ey, ich schreibe mich eklig an, hey. Ich weiß, zu viel Info, aber hey, jetzt werde ich ihn wieder hoffentlich ein bisschen entspannen bei SWC 2023 Asia Pacific Preliminary Group A Day 1. Ja, los geht's. So. Ja, es gibt irgendwie noch keine irgendwie so zusammengeschnittenen Videos, nur irgendwie den ganzen Stream. Macht ja nix. Der Typ da irgendwie, fand ich irgendwie ziemlich interessant eigentlich, diese Statistik da am Anfang. Der ist gerade irgendwie Platz 30 mit einer Winrate von 57,1%. Was relativ schlecht ist, aber auf die Anzahl halt irgendwie an Games, halt hier über 1000 Games hier gemacht hat, ne. Eigentlich ganz okay halt, ne. Ja, das mit den Most Picked finde ich auch interessant. Most Picked Neftis, ja. Kann ich verstehen. und Dark Ongigoki, Gianna, Rectal und Windrobo in Season 24. Aber das Ding ist halt, ja, in Season 25 hat er entweder Tian Leng wegkommen oder halt keinen Bock mehr auf den Dark Ongigoki, weil er halt zu Tode genervt wurde. Ist halt wirklich so. Ja. So, was haben wir da für einen Kollegen? Rang 125. Was war der andere? 30, glaube ich, gell? Das ist irgendwie. Und ja, warum ich das eigentlich mache, eben wirklich, weil ich mir da kurz Stream angeschaut habe und ja, da war irgendwie so. Ich glaube schon, ja, nicht nur, ich glaube schon, B-hostet das Ding da irgendwie. Und der halt irgendwie auch. So, wie kommt er mit diesen Units halt irgendwie so hoch, ne? Ja. Der hat eine Winrate von 55,2%. Ist jetzt auch nicht so wild, aber der hat auch hier 1800 Games gespielt, die Season. Ja, und Most Picked halt Diana, Riley, Nana. Und in Season 24, 25 halt hat sich's geändert von Liebli. Liebli? Nein, er ist nicht Liebli. Sian. Der war der Joker zu Shizuka. Ja. Der pickt first. Er hat Season 24 Diana. Na gut, nehmen wir halt Season 25 her. Das ist halt die aktuelle. Ne? Da sieht man auch halt die Matches, die halt diese Season gespielt hat. Die 1800 halt. Ne? Und von diesen 1800 Games hat er fast 1200 Mal Diana first gepickt. Ja. Ich würde gerne wissen, was der irgendwie gegen mein Team macht, weil eigentlich. Eigentlich würde ich ihn übertriebenst zerstören, ja, würde ich halt einfach sagen, aber ich habe auch nicht das Problem irgendwie mit diesen höheren Spielern. Ich fand die höheren Spieler irgendwie mal leicht, ja. Ich habe sogar irgendwie Marvin zwei oder dreimal gefarmt hier. Und ein paar andere irgendwie, Raikiki und weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Aber die spielen halt einfach nicht irgendwie auf RNG, ne? So, egal. Juan und Lenchet. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich dafür irgendeinen von denen gevotet habe. Ich sehe wurscht. Ja, wir sehen auf jeden Fall eine Shizuka als Pre-Ban. Da weißt du, na, der hat sich gerade die Shizuka selber pre-gebannt, ne? Der Typ pickt die, ja. Na gut, ist ja wurscht. Shizuka Pre-Ban. Wedget Pre-Ban. Irgendwie habe ich jetzt schon keine Stimme mehr. Oder Stimme schon, aber es tut irgendwie schon so ein bisschen weh. So, Riley First, ha? Feuermonkey Raccoonie. Cesario und Tien Leng. Cammy und dieses Vanilla-Dings oder was es ist. Wusa und Dark Gongigoki, ja. Oder Dark Kinki oder Dark Kaki oder Dark Suiki. Okay. Und Miles, ja, macht irgendwie Sinn. Diese Raccoonie-Combo halt, ne? Band den Tessa und band dieses. Wasserdingens, dieses Wasserdingens, ne, das hat Oblivion auch, ne, plus am zweiten Skill, am ersten Skill Heils und am dritten Skill, was hat, zwei Runden Immunity, Speed Buff, zwei Runden und ich glaube zwei Runden Attack Buff halt, ne. So, Defense Lead, HP Lead. So. Miles Turn 1, wahrscheinlich kein Stun auf Wooser. So, Wusa halt mit Wish, Defense Break of Raccoon hier, aber ich glaube, der kommt eh vorher noch dran. Riley.
Mit Attack Buff. Jo, Raccoonie clancet sich selbst. Raccoonie kann halt nicht irgendwie alles halt heilen, ne? Das wird halt ein bisschen dauern, wenn der Ungigoki da jetzt irgendwie durchdreht. Okay, das war wohl nix. Defense Break auf Cammy, aber. Defense Break am Fire Monkey into Fire Proc. Defense Break auf Miles. Okay. Also schon mal ein schönes Setup irgendwie für den Ongigoki, der auch drankommen wird, weil ja, Immunity. War das gerade irgendwie so gut? Raccoonie auf Nemesis. Na gut, er wäre eh vom Ongigoki drangekommen. Aber gut, na gut, war gar nicht schlecht, gehört. Die Mountains Power of Raccoonie macht, dass Raccoonie den meisten Schaden gerade hat, ne? Also den meisten Schaden bekommen hat. Und Raccoonie glänzt sich gerade unter Anführungszeichen selbst. Das heißt, der Defense Break auf den drei Units bleibt, ne? Das war nicht schlecht, ja, muss ich zugeben. Okay, boostet den Miles. Oh, fick dich doch. Scheiß Vioproc. Ja, Alter, du bist so ein Noob, wirklich, wie beschissen, was für ein Bastard kann man sein? Irgendwie würde ich gerne gerade wissen, den kommentarmäßig. Ich mein, komm, er kriegt zwei Vioprocs hintereinander. Ich mein, ich glaube jetzt nicht, dass das Darkvieh irgendwie was gekillt hätte, ja? Aber den Damage, den er gemacht hätte, der wäre ordentlich gewesen. Meine Tech Buff, Defense Break auf allen oben. Bis auf Raccoonie halt, ja, ich auf Raccoonie. Ich mein, komm, Alter. Normal, normal. Ich glaube nicht, dass das gerade irgendwie auf einem Offline-Event ist, ne? Aber wenn das irgendwie gerade irgendwie wäre, auf irgendeiner LAN oder was halt eben. Alter, mal müsste ich sagen, weißt was, ja, das scheiß einfach drauf, ja. Ich meine, die zwei Vioprocs, die er gerade bekommen hat, man viel besser jetzt gerade nicht irgendwie sein können, ja. Einfach halt den Ongi da deleted, ja. Wahnsinn, es ist einfach, es ist ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hat für mich nichts irgendwie mit E-Sports oder irgendwas zu tun. Das ist einfach nur Bullshit, ja? Das gibt's, ich kenne das aus keinen anderen Spielen. Du kannst ja nicht in Counter-Strike sagen, Alter, keine Ahnung, mach die Augen zu und mach, was du willst und auf einmal, boom, Alter, Headshot gemacht, ja? Okay, es passiert vielleicht einmal von 10.000 Versuchen, ja? Aber am Ende gewinnt der Bessere halt, ja? Und, keine Ahnung. Da, ich mein, ist eh wurscht, ja? Er kann jede Runde gerade Vioprocken, ja? Aber, ich weiß nicht, was willst du machen, ja? Was willst? Aber es war einfach nur Scheiße schon wieder mit den Vioprocs, ja? Mann. Er hat halt wirklich, er hätte mit Tierenlenk zweiten Skill machen können, hat er nicht gemacht, ja? Er hat mit Tierenlenk ersten Skill gemacht, weil er Defense Breaks landen wollte, ne? Weil er halt ein Setup für den Dark-Typen halt machen wollte. So. Wir sehen den komischen Dark Oliver, Dark Miles, um Gottes Willen. Als Preband plus Tierenlang. Auf der einen Seite sind wir Vetchert, Neftis, Chongpong und auf der anderen Seite Riley, Fiery und die Diana. Okay. Doch keine Neftis, eine Dark Cassandra. Gott, Alter, was würde ich dafür geben hier, wenn ich irgendwie auch geile unten Julian? Was würde ich dafür geben, Alter, wenn ich irgendwie auch geile LD-Units hätte, weißt du? Wird so viel mehr Spaß machen, aber nein. Chara, useless. Mokul, useless. Maya. Wollen wir gar nicht drüber reden. So, Alexandra und Shizuka und ein Seimei Last Pick, ha? Oder doch nicht. Oder doch. Irgendwie glaube ich, muss er die Dark Cassandra bannen. Aber irgendwie auch den Julian. Vetchert ist aber auch nicht schlecht. Okay, er bannt die Shizuka.
21% Speed Lead gegen 33% Attack Lead. Er hat halt die Riley, ne? Riley, Diana. Was hat er denn irgendwie noch? Alex, alles relativ tanky, ne? Aber der Julian wird halt auch schwer zum Killen sein. Da die. Oh. Da bin ich immer so ein bisschen. Wenn jemand irgendwie mit Diana transformt, ja, ich meine, okay. Du pickst in einer Season 1200 Mal Diana First und machst sowas. Okay. Weil Diana wird gecuttet, ja, außer er kriegt einen Bio-Proc, aber ganz ehrlich. Na gut. So, Alexandra. Ganz guter Schaden, ne? Stun auf die Cassandra. Ryu könnte die Cassandra finishen. Tut er auch. Stun am Ryu. Into Vioproc. Frage ist, ob er genug Schaden macht. Okay, geht nicht mehr auf den Ryu. Chongpong macht er mal gar nichts. Sami hat auch keine Skills ready. Meine, die hat auch nur einen Skill, aber hey. So. Riley mit dem Cleanse, ne? Julian hat halt wieder Stun, aber das Ding ist halt, der Ryu hätte halt jetzt irgendwie Attack Buff. Vioproc von Diana out of Stun. Okay, na gut, transformed. Er kann halt den Julian eh nicht killen, ne? Wenn Chongpong mal dritten macht, ballert ihm der Ryu sicher um. Jupp. Okay, Cassandra mit dem Revive. Kein zweiten Skill ready, dafür dritten Skill. Ja, Endure plus Attack Buff. Attack den Ryu, kein Revenge, aber ja, auch relativ egal, weil Riley vierten Skill ready hat, ne? Stun auf Julian. Ja, gute Schaden, aber er braucht halt irgendwie einen Vioproc vom Julian, um den Ryo zu killen. Und selbst dann, glaube ich, würde es irgendwie nicht mehr schaffen, die Alexandra plus die Riley halt irgendwie zu killen. Nur weiß ich nicht, ob das irgendwie das, was er dann mit Diana gemacht hat. Oh, keine Ahnung. Ich meine, er muss wissen, dass die Diana halt dann gecuttet wird, ne? Okay, Ryu geht down. Noch kann der Julian halt überleben. Aber ja, Sami ist halt auch schon relativ low. Wenn jetzt ein Vioproc irgendwie von Alexandra kommt. Keine Ahnung, ob die überhaupt auf Vio ist oder was die ist. Das Ding ist halt, die killt sich ja auch irgendwie so ein bisschen selbst, ne? Wegen Alexandra Passive. Aber der Julian heilt sich halt, ne? So, Stun. Into Vioproc. Digga, sag mir nicht, dass du das noch verlierst, hä? Wie viel? Reflect Damage? 2K? Noch einmal 2K. Das ist irgendwie auch, das ist total underrated, ja? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, oder? Vielleicht hätte er das irgendwie gewonnen ohne dem Alexandra Passive, ha? Huh? Ja, nice, was? Oh mein Gott, 28k Defense Ignore und 7k Reflect Damage, ne? Das würde aber auf alle gehen. Das ist gar nicht, das ist echt. Ich meine, in dem Fall da jetzt ist echt cool, ja? Aber das mit der Jänner, ich weiß nicht irgendwie, weil du hast halt Riley, ne? Was ist das? Ja, das ist scheiße, das wissen wir ja. Ich brauche keinen scheiß Highlight. Den Typen da brauche ich auch nicht. Was? Ist kein drittes Match, oder was? Ehrlich?
Wieso gibt es kein drittes Match, ha? Oder hat der eine dasselbe jetzt gewonnen? Na, oder? Bin ich dumm? So, ja, doch. Hat der Typ hat. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Hat derselbe Typ irgendwie gewonnen, ha? Na gut. So, wer ist er? Jovi. Er ist Rang 67, Winrate 56,5%. Bisschen was über 1200 Matches. Naja, 1200 Matches ist ja schon egal. So, Most Picked. Beide Season irgendwie relativ unterschiedlich, bis auf irgendwie Josephine. Für die aktuelle Season ist Raccoonie sein First gepickt ist das, sagt man das so? Na, ist ja wurscht, aber Raccoonie, Shizuka, Fire Monkey, Belly und Josephine, huh? Sind seine most gepicktesten Units. Okay. So, der Typ, das ist schon eher meins, huh? Rang 36 mit einer 60,7%igen Winrate. Das ist schon, auch wenn es jetzt irgendwie nur ein paar Prozent sind, ja. Aber halt auf da über 1000 Matches halt, ne. Ist das halt schon, ja. Einiges, was der halt irgendwie mehr gewinnt. Und ja, ich meine, okay. Most picked halt hier Neftis und Gianna, Ragdoll, Oliver, Raccoonie. First Pick Neftis halt, ne? In Season 24 und Season 25 Oliver am meisten First gepickt. Es ist halt einfach so. Es geht mal auf die Eier, weißt du, dass ich halt irgendwie so scheiße die Units habe. So, Neftis und Vetchert geprebannt. Und irgendwie darauf zu hoffen, dass Mokul irgendwann nochmal gut wird, ja. Keine Ahnung, ne? So. Oliver First Pick plus Miles und auf der anderen Seite eine Cammy als First Pick und dieses andere scheiß Drecksvieh. Oh Gott. Duman finde ich geil. Würde ich zwar nicht unbedingt haben wollen, aber ich finde das irgendwie eine coole Unit. Du stirbst halt einfach irgendwann, ja. So. Und wieder dieses Vanille-Cookie oder was es da ist. Pudding ist eh wurscht. Ich glaube irgendwie Pudding, kein Cookie. Desire und Shizuka Miles gebannt und leider auch hier Duman gebannt. Dafür sehen wir die gelbe Schwester, die jeden einfach nur im Sack geht. So, Oliver First, ha? Huh? Resette das gelbe Drecksvieh. Okay. Und der obere Typ, ne, mit Desire hat halt nicht viel Sustain, aber er hat halt Oblivion. Oblivion of Raccoonie resisted. So, Speed Buff, Immunity, Attack Buff 2 Runden. Da wäre es eigentlich irgendwie ein bisschen. Ich würde es irgendwie geiler finden, wenn halt Tessarion drankommen würde, wenn er halt Attack Buff und Speed Buff halt hätte, ne? Zweiten Skill Defense Break into Wire Proc und irgendwas ist halt tot, ne? Na gut. Alles hat Attack Buff, Speed Buff plus Immunity. Das Ding ist halt ja auch, viele wird jetzt halt eben hier dritten Skill machen, ne? Fred State 3 Runden. Scheiß Geo-Teil. Was machst du? Oliver Tessarion. Okay, auf das Pudding-Teil. Pudding-Teil wird auch gefokust. Wireproc von Cammy. Into Defense Break und Freeze, weil Cammy nicht Defense Break kann, aber hey. Ja, die ist eigentlich schon down, ne? Ich meine, Shizuka hat irgendwie noch hier Dings, Soul Protect. Defense Break auf Shizuka, ha? So, boostet Raccoon irgendwas? Boostet das Drecksteil, ha? Gehört auch deleted, das scheiß Giotal. Ist einfach nur nervig. Ist nicht gut, dieses scheiß Monster. Es geht einfach nur im Sack. So. Fred State ist weg. Shizuka mit dem dritten.
Ein paar Freezes, ein paar Defense Breaks, fetter Nuke von Tessa, wie viel, ha? Huh? Irgendwas mit 20k. Hat aber trotzdem nicht gereicht. Na, die ganzen Buffs, ha? Huh? So, kann Oliver finishen, ha? Okay. Geht auf Raccoon, ja? Resisted. 5k Heal. Weiher von Shizuka. Soul Protect of das Dingens. Nein, auch nicht. Okay, Tessa kommt dran. Tessa finished. Fred steht auf allen. Nice. Nur nicht auf dem Pudding-Teil, wie geil ist denn das, ha? Huh? Okay, Clans Dracooni, into Vioproc, into Fret State. Into Müde, wie immer. Okay, Pudding-Teil wieder mit dem dritten Skill ready. Er muss halt noch hier Ophelia fokussen. Cammy ist halt irgendwie auch schon wieder so ekelhaft, ne? Weil du kriegst sie halt einfach nicht down. Das ist halt eh der einzige Grund, warum die Leute irgendwie Cammy halt irgendwie picken. Aber ich glaube nicht, dass Cammy irgendwie... Weiß ich nicht, was Cammy irgendwie für eine Winrate hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie allzu hoch ist. So, Tessa mit Defense Break Oblivion into Vioproc. Mach's gut, Raccoonie. Gut, ich würde sagen, wir sparen uns den Rest, da ist sehr unnötig. Der Typ, das ist, glaube ich, echt ganz gut. Der war immer irgendwie ein bisschen höher halt, ne? Ist, glaube ich, immer irgendwie ein bisschen weiter gekommen. So, wir sehen eine Laura und eine Cammy als Pre-Ban. Und ein Ratchet Riley als First Pick into Shizuka Bollwerk Chiana. Efner Duman. Rector Tomoe und Fire Cassandra. Okay. Boah, das deppert hier. Boah. So, Wedge hat gebannt. Chiana gebannt. Speed Lead und 28% Attack Lead. Aber ja, der Typ links halt mit Efner wird sicher Turn 1 kriegen. Bollwerk, nein, tut er nicht. Oha. Interessant, ha? Huh? Wow. Gleich im Üben. Das war kein, was, ein Bioproc? Na, gell? Wie funktioniert das scheiß Ding? Na, Increase Attack Bar. Das fängt schon mal gut für ihn an, also direkt mal irgendwie Double Stun. Turn Wonder irgendwie. Natürlich nur, wenn die Riley nicht rausprockt. Okay, die Cassandra ist natürlich auch auf Nemesis. Oder? Warst du auf Nemesis? Oh ja. Steht Increase Attack Bar, ne? Ja. Könnte irgendwie so eine Triple Nemesis Cassandra sein, das ist ja auch irgendwie so, ja. So, was macht gute Doom, man, ha? Dritten Skill. Zweiten Skill auf Rector, dritten Skill. Okay. So, wie viel Damage macht die Cassandra? Wahrscheinlich nicht genug, um irgendwas zu killen, oder? Oh ja, doch. Aber das Ding ist... Das fand ich so ein bisschen wasted, ganz ehrlich. Das Ding ist nämlich, wenn du... Ich glaube, du könntest ja Rector nicht reviven, wenn er durch Dumans dritten Skill stirbt, ne? Aber weil ihm halt die Cassandra revived hat. Ich glaube, du kannst halt nicht reviven, wenn das Teil... Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie mit Cassandra vielleicht was anderes gemacht, aber... Eben auf Tomoe oder so. Ein Dragdoll hätte ich halt irgendwie sterben lassen. Mit der Zeit halt einfach, ne? Aber... Mach halt, wie du meinst, ne? So, kam auf Shizuka. Oh. Dritter Skill ist wieder ready. Lohnt sich das irgendwie so auf beide? Ich meine, ja, weil sie halt mehr HP verliert und alles, ne?
Holy shit, wie viel waren das gerade? Knapp 50k, ne? 49k, glaube ich, waren's. Okay, irgendwie ein cooles Match, aber schade irgendwie, dass man Duman irgendwie nicht so. Ich hätte irgendwie was gesehen, was irgendwie an dem dritten Skill gestorben wäre. Das wäre irgendwie cool, ne? Okay, kein Duman Preban, ne? Neftis und Wedgert. Okay, wir sind schon wieder auf der rechten Seite, das kennen wir eigentlich schon, ne? Oh, da ist wieder Duman. Leo, Riley, Seimei, Cammy. Interessantes Team. Oberon. Ich glaube irgendwie, dass ein Liu Ban wird. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass kein Liu Ban wird. Ah. Ja, aber das Ding ist halt einfach. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage der Miles und irgendwie der Tessa macht, weil die Antwort wird halt sein, nicht viel, ne? So, Leo first geht auf Miles, bekommt den Reduce. Oliver geht auf Cammy, bekommt auch den Reduce. Achso, er wird hier Dings. Er wird mit Tessa jetzt irgendwie auf Leo gehen. Dann wäre theoretisch. Schau mal, ob dann. Na, der Miles wird nicht drankommen, ne? Aber das Ding ist halt, Riley kann halt glänzen. Oder auch nicht. Okay, glänzen Defense Break, aber nicht Oblivion. Why offer Miles? What the fuck, ja? Yeah? Er kommt so oft gerade dran, weil hier Oblivion auf Oliver, halt, ah, nicht auf Oliver Fleo ist. Keine Ahnung, ist ziemlich interessant irgendwie. Vor allem, keine Ahnung, wie schnell irgendwie seine Units halt irgendwie sind, ne? Ohne Leo. Ob der quasi überhaupt nochmal irgendwie drankommen wird. Aber ich glaube, es hat sich irgendwie eh erledigt, ha? War ja von Shizuka. Er hat irgendwie Soul Protect of Riley vorher gegeben. Schauen wir mal, was irgendwie Riley ready hat. Increase Cooldown. Ich meine, vierter Skill ist immer ready. Aber alles andere ist gerade auf Cooldown. So, Freeze den Tessa, ha? Okay, bekommt er. Riley hat Immunity, das heißt Oliver kann eh nichts machen, hat aber auch keine Skills ready. Klassiker. Ja, das Ding ist halt einfach, der Leo müsste halt da mal drankommen, ne, dass er sich da irgendwie selber cleanst. Ich meine, wegen Same sind die Debuffs eh alle nur eine Runde, aber. Ja, wenn er halt nicht drankommt, weil Oblivion. Und weil die anderen halt irgendwie dreimal irgendwie gefühlt drankommen, ne, während der irgendwie gar nicht drankommt. Oh. Oblivion of Same, ja. Das war's mit dir. Na komm, ha. Dritten Skill, Cleanse Oblivion. Was hat er gemacht? Vierten Skill, ha. Die Riley versucht sie. Okay, fetter zweiter Skill von Cammy. Oblivion auf Cammy. Riley hat dritten Skill ready. Oh mein Gott. Aber er hat es gerade nicht gemacht. Was hat er gemacht mit Riley? Zweiten, oder? Ja, zweiten Skill. Boah, der dritte Skill von Shizuka gerade wieder. Der arme Leo, hey, er kommt dazu gar nichts. So, kill den. Achso, Soul Protect, ne? Kann er nicht den Miles killen? Bam, bam, bam. Dreimal 10k in die Fresse von Tessa. Das Ding ist, seine Units sind auch irgendwie ur-squishy, kommt mir vor. Also allzu viel HP haben die irgendwie nicht. Kommt mir zumindest so vor. Und ich glaube, seine Units sind extrem langsam, ha?
Cammy moved ja auch gar nicht. Ja, war irgendwie ein nice try, muss ich irgendwie sagen, hätte ich mir irgendwie. Das hätte ich mir so ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß nicht. Das ist. Oblivion auf Leo die ganze Zeit, das war halt echt overpowered, ne? So, geh weg, mein Freund. So, wo ist unser nächster? Der Typ da. Wie? Tm. Was? Alter, ich kann das nicht mal aussprechen. Wie spricht man? Wie über. Na, ich kann es nicht. Was? TM. Geol. Aber wie spricht man es aus, ohne irgendwie eine Pause? Weil ich wirklich. Ist ja wurscht. Okay, lassen wir das. So, Platz 52. Winrate 56,8% bei 1056 Games. Ganz okay. Most Picked Season 25, ja, hat eine Veronica gezogen. Zusammen mit Verd und Wasserstriker, Jongpong und Verad, ja. Wasserstriker ist sein Most Gepicktestes, Season 25, na gut. Unsympathischer Typ, wenn er Verd irgendwie pickt. So, wer ist er? Scholes. Platz 113 mit einer 56,5%igen Winrate. Bisschen was über 1000 Games. Most Picked. Neftis in Season 24, in Season 25. Sekhmet Shizuka, Vanessa, Neftis und Oliver. Und Vanessa war sein Most Gepicktestes. Als First Pick in Season 25. Interessant, ha? Huh? So. Was? Der eine ist nur C3. Komischer Joker-Typ, ha? Huh? So, Oliver First, Pick Carnal und Gio, Segment Praha, Feuermonkey Raccoonie, Julian und Miles wäre da gar nicht so schlecht, glaube ich, ha? Tessa. Okay, und ein Wus als Last Pick, ha? Tja, irgendwie würde ich fast schon Praha bannen. Weil das Ding ist, links hast du nicht so wirklich viel Damage. Ich meine, Feuermonkey, Raccoonie vielleicht. Okay, na schau. Er bannt sogar Praha. Braver Junge. Und Raccoonie. Das heißt, er muss irgendwie Wooster mit Segment jetzt irgendwie Turn 1 resetten, ne? Außer natürlich irgendwie Oliver kommt dran. So, Segment. Wooster ist halt auf Will, ne? Er muss machen. Okay, er hat es auch bekommen. Ja, das war eh klar, was dann irgendwie passiert. Das ist so nervig, Alter, dieses. Das ist auch so eine unfaire Bullshit-Unit. Okay, Oblivion auf den Monkey. Plus Defense Break. Into One-Shot. So schnell kann's gehen. So, Carnal. Maximalen Triple Stun. Ja, das war auch nix, aber hey. Oliver ist ja quasi auch schon so gut wie down. Kam auf Sekhmet, die wird aber trotzdem zweiten Skill machen. Sag mir nicht, dass du es nicht machst. Dankeschön. Kein Defense Break auf Giyu, aber Defense Break auf Carnal into Vioproc. Carnal. War nett mit dir. Ja, ist ein relativ schnelles Match, ha? Sleep am Tessa, Reset auf Wooster wieder, perfekt. Okay, oh mein Gott, ja. Aber der cleanst sich ja irgendwie jetzt immer selbst. Wie macht er das irgendwie am Ende jeder Runde? Cleanst er sich oder irgendwie so ein Scheiß, ne? Und er hat irgendwie auch mehr als ein Bio-Set, ha? Aber hey. Lohnt sich eh nicht, dass er irgendwie Damage auf den macht, weil, ne? Du kannst ihn halt nicht killen. Okay, naja, es war ein fixes Match, ne? Das finde ich gut. So, jetzt sehen wir Samey und Sackmet als Preban.
Wir sehen wieder einen Karn als First Pick und den Neftis, Miles, Raccoonie, Fire Monkey. Und auf der anderen Seite, okay, und den Julian auch wieder. Macht irgendwie Sinn. Der war gerade overpowered. Karnal, Chivu, Chongpong, Veronica. Ist es Veronica? Ja, oder? Ich glaube schon. Veronica und der Wasserryu. Also der Typ links bekommt auf jeden Fall Turn 1, ja. Geh mal stark. Wobei Miles. Er könnte irgendwie Neftis bannen, dann wäre der Speedlead weg, aber ich glaube irgendwie, dass er Julian bannt, ha? Okay, macht er nicht. Wasserio und Neftis gebannt. Na dann, Julian. Hau rein. Defense Lead, Speed Lead. Der muss halt irgendwie, der Typ mit Veronica. Ich glaube, es ist Veronica. Jo, es ist Veronica. Er muss halt seinen Scheiß landen, ne? So, Triple Glancing. Miles hat schon mal resistet. Und das ist halt auch schon wieder so, ja. Schau, er hat jetzt den Karnal gestunt, weil er resistet hat. Das ist halt Schwachsinn, ja. So, Veronica mit dem zweiten, der macht halt nicht mehr allzu viel. Der Julian, glaube ich, kann jetzt nicht einmal mehr wie ein Dot sterben. Früher konntest du ihn ja einfach killen. Mit Dots halt, ne? Also normalerweise würde er halt jetzt irgendwie sterben, falls jetzt irgendwie Raccoonie dran kommt. Aber ich glaube nicht einmal das geht jetzt mehr, ne? Jo. Schau, und Scheiß, Julian hat halt einfach wieder deleted, ja? Ich meine, okay, ich glaube nicht, dass irgendwie, weil du kannst den Feuermonkey ja auch nicht stunnen, ne? Du kannst ja Julian, glaube ich, auch nicht mehr jetzt halt irgendwie stunnen, ne? Wegen seinem Passive da. Und der war ja proc schon wieder. Aber allein, dass halt einfach der Miles, den Veronica, Reset, resistet hat, ja. Und aufgrund dessen er den Karnal stunnen konnte, ja. Ja, ist hier vorbei. Und vor allem jetzt. Jetzt sagen wir nicht, dass der Miles auch nur irgendwie Resistance hat, ja? Glaube ich nicht. Oder nicht irgendwie viel mehr, als was die Veronica irgendwie Accuracy halt hat, ne? Ja, 2 zu 0 zerstört, ha? Warte, Junge. So. Da ist unser nächster. Wer ist er? Kuromi. Platz 66, 55,1%ige Winrate. Ziemlich scheiße. Aber bei 2000 Games nicht so schlecht, ja. Ist logisch so. Je mehr Spiele du hast, desto niedriger wird deine Winrate halt im Normalfall sein. Bist du Verrückte? Season 24, 1400 Mal Oliver First gepickt, ha? Huh? Und Season 25 genau 1100 Mal First gepickt. Ja, hat sich nicht viel geändert irgendwie zwischen den beiden Seasons. Das Einzige, was irgendwie schon mal bekommen hat, ist irgendwie zu Season 25 der Nikki. Ansonsten irgendwie Oliver Tier ein Längenöffner. Fickt er sich nicht selber damit? Keine Ahnung hier. So, und er. Ja, das kann ich. Die Saison. Oh, Platz 69, ha? Mit einer 58,5%igen Winrate, aber ja, relativ wenig Games im Vergleich zu dem anderen. Hat Season 24 eine Ziballa gepickt, ha? Und Season 25 hat er scheinbar eine Chiana gezogen. Und er ist auch ein Fan von Oliver. Also wir werden wahrscheinlich Oliver in jedem Match sehen oder er wird halt gebannt. Derjenige, der halt First Pick kriegt, wird wahrscheinlich Oliver picken, nehme ich an. Geh weg, geh. Geh weg, 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 geh weg. Oliver. Was? Oliver. Was? Okay, dann scheiß auf Oliver, ha? Wurde eh zu Tode genervt. Sagan und Nikki geprebannt. Shizuka First und Genny Wusa, ha? Chimaya Sekhmet. Oh mein Gott, der Word. Nein. Heigang, noch besser. Oh mein Gott, was ist das? Boah.
Okay, wenn ich es überlebe, irgendwie dieses Match ohne einzuschlafen, dann. Puh, na gut. Juno gebannt, Hagen gebannt, na gut. So, Segment kriegt Turn 1, wahrscheinlich ein Reset auf Wusa. Oder ein Reset auf Chivu. Na, glaube ich nicht, oder? Ein Reset auf Genny, okay. Weiß ich nicht, ob es okay ist. Chivu mit dem dritten Triple Glancing, Fail Strip auf die Shizuka, das heißt ja. I don't know, was Genny macht, wurde eh resettet. Okay. Okay, wo ist mein Wish? Into Vioproc. Into Jamaya Nuke, oder? Oder nicht? Jamaya auf Nemesis. So, Shizuka mit dem dritten. Immunity plus Schild auf allen. Ja, wird weiter auf Jamaya fokussen, ne? So, was macht Jamaya? Refreshen. Okay. Gott, was für ein scheiß Match hier, wirklich. Ist so absolut. Ich habe manchmal hab ich einfach wirklich das Gefühl, dass überhaupt kein Plan dahinter ist. Ja, ich weiß, dass RT ist halt viel mit Counterpicken, schon klar, ja. Aber. Was ist da irgendwie der Plan dahinter? Das ist, für mich wirkt das alles so random, ja? Ich meine. Er hat Genny resettet, ja, weil. Hätte er Wusa resettet und Genny wäre dran gekommen, hätte Genny Wusa resetten können, weil aber irgendwie Wusa da ist und er kann halt nichts machen, ne? Alter, komm, lass mich einfach da raus, Alter, was? Das ist einfach das beschissenste Match ever. Was war das, Alter, wirklich? Picken Lucian, hey, ohne Spaß. So ein langweiliges Scheiß-Match. So. Tien Leng Oliver gepreband. Sagar first gepickt. Into Raccoonie, Feuermonkey, Vanessa und Cammy. Braha und Miles. Oh, da ist wieder ein Suiki, ja? Und ein Amduat. Amduat, ja, oder Amduat, ja. Obwohl ich nicht ganz weiß, was der da macht, aber. Und eine Tetra, ha? Das Ding ist, er wird entweder Miles oder Suiki bannen. Und auf der anderen Seite. Okay, Value War ist auch nicht schlecht. Ich glaube, es wird entweder ein Value Bann oder ein Cammy Bann. Er wird einen von den Vanessa Bann und Praha Bann. Okay, ich meine, der Praha Bann macht eigentlich auch noch. Praha Bann ist auch noch okay, ja. Weil er da jetzt überhaupt kein Sustain. Ich weiß halt nicht, wie der irgendwie was killt da, ne? Und vielleicht mit ein paar Vioprocs von Miles und Cammy irgendwie so. Schauen wir mal. So, Miles kriegt natürlich Turn 1. Ist die Frage Standard in der Value? Okay. So, was macht Andor, ha? Die Antwort wird wahrscheinlich sein, nicht viel. Stun auf Cammy, na gut. Er muss jetzt irgendwie Damage auf was anderes machen, dass Cammy halt im Stun bleibt. Okay, bekommt ein Provoke und ein Strip und ein Reset, glaube ich, auf Abellio. Das war nicht schlecht. Was macht Suiki, ja? Defense Break auf Cammy. Defense Break auf Amduat into Vioproc. Ja. Hast du viel gemacht, Amduat? Schafft es irgendwie die Cammy da zu killen, ne? Das Ding ist halt, Raccoonie kommt da gleich dran. Amduat down, irgendwie 20k in die Fresse geballert.
Das war auch viel Schaden. Okay. Ja, das Ding ist halt, der Belly hat halt kein Heal Ready, ne? Die Cammy geht halt. Oh, Raccoonie kommt dran, boostet sich selber, healt noch einmal die Cammy. Cammy heilt sich auch noch einmal selber. Freeze auf Miles, ha? Huh? Okay, wollte irgendwie den Swiggy. Wollte den Swiggy freeze und was hat er dafür bekommen? Ein Revenge Defense Break. Lucky Stun, ha? Huh? Versucht es. Na, okay. Crit Defense Break auf Sagat. Cammy ist down. Wundert mich, ja, dass die Cammy so schnell down geht oder halt überhaupt down geht. Hat Bra gebannt. Ich hätte eher damit gerechnet, dass er entweder Miles oder Swiggy halt bannt, aber ja. So. Raccoonie. Raccoonie hat zweiten Skill ready. Boostet den Abellio. Crittet den Sagar, okay. Wobei ihn der Monkey eh gefinisht hat. Wie schaut's aus? Defense Break oder Lucky Stun, ha? Okay, versucht den Swiggy zu stunnen. Geht auf Abellio, ha? Okay. Was? Bisschen greedy gerade, ha? Aber jetzt ist eh wieder irgendwie so. Okay. Es war ein bisschen greedy, okay, hat sich irgendwie für ihn ausgezahlt. Na komm, Monkey, ja, du willst doch Wasser critten. Okay, Defense Break into Vileproc. Down ist der Abellio. Jetzt haben wir zwei Wasser-Units gegen zwei Feuer-Units. Ja, und ich glaube nicht, dass der Monkey da irgendwie. Er mag den Swiggy halt nicht, ne? Aber ich würde auf Miles gehen, ganz ehrlich. Der ist halt lower, ne? Schauen, dass ich Miles irgendwie kill. Na gut, andererseits Suiki halt mit Defense Break, ne? Glancing. Glancing. Okay, kein Defense Break, Vileproc, Defense Break. Monkey kann sich noch heilen, wenn Miles jetzt Vileproc, glaube ich, ist er down. Der Monkey. Guter Schaden halt irgendwie schon auf Miles, ne? Puh. Okay, Critted heilt sich halt noch selbst, aber ich glaube nicht, dass das. Jo. Ich weiß nicht, hätte er nicht irgendwie den Schaden. Er hat irgendwie ein paar Mal irgendwie Suiki attackt. Hätte er irgendwie da irgendwie den Miles attackt, wäre er vielleicht schon schneller down gegangen, ha? 2 zu 0, ja, nice. So, ist unser nächster. Da ist unser nächster. Ah, da ist wieder hier dieser Lanchet. Der mit Diana. Ein geiler Typ. Er aber auch. Okay. Diana geprebannt. Laura first gepickt, ha? Riley, Feuermonkey. Neftis Abellio. Varamos, Chiyu. Chongpong Tomoe, ha? Und da ist der Feuer-Ryu. Tomoe und Fire gebannt. Ich weiß nicht, ich würde irgendwie ein Value bannen, weil ich mir einfach denke so, dann hast du halt kein Sustain, ne? Den Damage, den du machst, machst du. Und du hast irgendwie eben Varamos zum Cleansen und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Feuermonkey wäre da echt gut irgendwie, so als Damage-Dealer, aber schau mal einfach. So. Lore of Trust, eh klar, wurde gebufft, ne? Dritter Skill, Strip,
Defense Buff und Speed Buff jetzt, ne? Dafür nur noch 2 Runden Defense Buff statt 3 Runden, aber who cares? Geo-Resisted. So, fetter Neftis Debuff. Okay, zwar nicht so viel passiert beim Chongpong, aber alle halt irgendwie null attackbar, alle full gedebufft. Nuked halt in den Fire Monkey und ja, down ist er. Das Ding ist halt Healblock auf allen, ne? Veramos wird zwar ziemlich komplett durchdrehen, glaube ich. Wird jetzt 17 Mal irgendwie drankommen. Triple Stun. Ja, aber das Problem ist, das war's eigentlich, ne? Du hast, was ist das, die eine Unit Geo? Du hast halt jetzt irgendwie nicht mehr genug Schaden, um irgendwas zu machen halt, ja? Bioproc von Laura ist eh scheißegal, ja? Dein einziger wirklicher Damage-Dealer ist halt weg, ne? Und die einzige Möglichkeit, wie wir das irgendwie noch gewinnen hätte können, wäre halt ohne einen Abellio, ne? Aber sie hat halt einen Healer da, was willst du halt machen, ne? Das ist halt vorbei. Vielleicht aber auch nicht, ha? Huh? Wie viel Schaden macht der Vero? 12k Defense Break mit einem Crit und Attack Buff, ha? Huh? Okay, auf der anderen Seite, der Typ hat halt irgendwie jetzt auch nicht mehr so viel Schaden halt, ne? Oh, ich habe gerade meine erste... Wie heißt die neuen, das neue Runenset? Eine Legendary. Slot 6 Defense Prozent bekommen mit den unglaublichsten Substats ever. Flat Attack 11 6% Attack 215 Flat HP und 8 Accuracy. Dankeschön für 29.000 Mana, ha? Gott. Ich weiß, kein Wunder, dass ich nicht weiterkomme, wenn meine Runen immer so scheiße rollen. Naja. So, jetzt ohne Scheiß. Jetzt gewinnt der Typ dann noch, oder was? Doch nicht dein Ernst, oder? Das fragt sich der andere Typ auch wahrscheinlich gerade. Ja, okay. Hätte ich mir nicht gedacht, ha? Aber ich glaube, der mit Veramos wird es halt machen. Okay. Muss ich ehrlich zugeben, hätte ich mir nicht gedacht, ganz ehrlich. So, ich habe jetzt hier wenigstens ein drittes Match dann noch. Es wird wahrscheinlich immer noch Best of 3 sein, ha? Finde ich so geil mit seiner Riley, Fire Ryu, Diana, Nana, Kinky und Geldni auf der anderen Seite, ja? Und ein Pudding. Shizuka gebannt, Nana gebannt. Puh. 44% Attack Lead hat das Teil. Puh. Auch nicht schlecht. So. Riley moved first. Immunity für alle. Vanille-Dingens mit Attack Buff, Speed Buff. Immunity. Geldi hat sowieso gefühlte 20 Stacks gerade, aber ja. So, Diana transformed. Ja. Geldi freut sich halt, ne? Unsterblich, das komische Vanille-Teil gerade. Defense, oh mein Gott, Defense Break of Diana. Das Ding ist halt, der Ragdoll kommt vor der Riley dran. Mach's gut, Diana. Also ehrlich gesagt, es wundert mich, dass der mit ganz... Es wundert mich irgendwie, dass der mit so einem Team... so hoch kommt, wie ich weiß nicht, Alter, ganz ehrlich. Jedes Team, das ihn irgendwie outspeedet, oder weiß ich nicht, da habe ich das Gefühl, dass ihn einfach zerstört, ne?
Alles, was irgendwie Debuffs hat, alles, was irgendwie Single Target nuken kann. Okay. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja noch ein Comeback vom Ryu plus Kinky, ha? Das komische Vanille-Teil müsste halt jetzt irgendwie down gehen, ne? Das müsste halt irgendwie ein One-Shot sein. Nicht, dass halt wieder das Geld-Dingens da reinhaut. Okay. Hat gereicht. Vierter Skill von Riley. Dritter Skill von Riley. Halt mehr als der vierte. Das Ding ist halt trotzdem. Riley, Gellnir. Was willst du jetzt machen? Irgendwie warten, bis Destroy reinkickt oder was? Falls er überhaupt. Na, no, er hat sogar Destroy, ha? Huh? Wird wahrscheinlich sogar vom Kinky sein, ja, aber. Revenge ja nicht einmal, ha? Huh? Wenn der Rectal attackt. Revenge nicht einmal, wenn der Monkey mit dem ersten Skill attackt. Was ist mit dem, ha? Triple Attack oder was? Kinky ist nicht so wild irgendwie, keine Ahnung. So. Shizuka Pre-Ban, Vanille Dingsterbumster Pre-Ban. Fire Monkey Diane als First Pick. Und jetzt pickt der Typ da Riley. Okay. Tessa und Rector Neftis. Wer ist das Teil? Die Lightmaya, huh? Und Varomoth wieder. Ja, war mir irgendwie klar, dass er den Varro bannt und den Riley bannt. Okay. Oh, wie steppert der? Ja, Neftis first, kann er nichts machen. Bioprop komplett useless. Tessa mit einem Bioprop. Ja, kein Oblivion gelandet, hat zwar den Defense Break gelandet, aber eben kein Oblivion. Raccoonie mit dem Bioprop. Na, sehr schön, ha? Huh? Proc mal einfach alle mal irgendwie Turn 1 Bios. So, Diana transformt wieder. Da bin ich irgendwie nicht so begeistert, aber. Okay, Immunity, ha? Nice. Wenigstens wird halt Diana nicht sterben. Es sei denn, Rector proc auch, ha? Nee, tut er nicht. What the fuck, Alter? Oh mein Gott, ha, das ist Torrent, das ist eindeutig Torrent Range. Achso, er wollte gerade nicht Diana, glaube ich, boosten, ne? Oha, es ist Dings oben, es ist Oblivion auf Nana oben. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, er nuket jetzt irgendwie den Fire Monkey, oder? Irgendwas ist down. Okay. Weiß ich nicht, ha? Huh? Nana der richtige Kill war? Damage auf Neftis, 3k irgendwie pro Hit. Stun resisted. Neftis mit Debuffs. Into Vio Protection wieder, Jesus. So, Tessa, Tanky Diana. Oh, Vioprop von Diana, ha? Oh, greedy wie er ist, geht auf den Tessa, aber ja, killt ihn sogar. Ich weiß nicht, ob der Rector Nuke, ha? War das irgendwie die beste Option irgendwie? Nana zu killen. Ich hätte irgendeinen von den Damage Shields rausgenommen und ich hätte eher den Monkey rausgenommen, weil du mit Tessa ja irgendwie gut gegen Diana halt dastehst, ne?
Ja, das Ding ist halt. Die sind zwar alle low und alles, aber. Du wirst halt trotzdem nicht irgendwas killen, ne? Nein, war ja von Raccoonie, da ist er auch schon. Und die sind ja fast schon wieder alle voll. Also ich weiß nicht, ob der Nuke von Ragdoll auf Nana, ob der irgendwie so gut war. Schon klar, Nana hat halt den Revive halt eben, aber pff. Du hast halt immer noch Oblivion, ne? Ich meine, aber ja, nice, huh? Aber ich sage ja, ich glaube, der Ragdoll Nuke war irgendwie falsch. Ich hätte irgendwie einen Damage-Shield rausgenommen, ganz ehrlich, aber. Was immer, ne? Hast du sie wieder? 69! Scheiße. Wir wären am liebsten, wir wären schon irgendwie durch, hä? Ist ganz schön anstrengend. So, Tian Leng. Julien geprevent. Neftis, Sekhmet. Juno, Effner und dann pickt der Leo auch noch, ha? Chivu, Genny. Okay, Bant den Word. Schade eigentlich, ha? Ich würde gerne irgendwie sehen, wie die anderen Leute irgendwie gegen Word ablösen. So, also Leo und Word geprebent. So, Sekhmet first. Reset den Genny. Stun of Effner, huh? Kommt da Glancing of Neftis, huh? Kommt da auch Quad Glancing? So, was macht Genny im Reset? Gar nichts. Vioprocken. Fokus die Effner, eh klar. Okay, Daydream. Zwei Debuffs halt auf der Juno, ne? Okay, Neftis hat trotz Glancing eigentlich trotzdem noch was gelandet. Double Dispersed dann. Die Effner ist halt auch schon wieder ganz gut eigentlich dabei. Ich hätte das mit dem Daydream irgendwie nicht gemacht schon wieder, aber. Das war wahrscheinlich, damit Genny irgendwas Vernünftiges hat zum Resetten halt, ne? Mit Chivu resetten, Miles reset, naja. Aber hey. Ich glaube irgendwie Genny kommt nicht zum Resetten, ne? Wenn er gesilenced ist. Jo, er ist so broken irgendwie, ha? Huh? Er hat Attack Break und alles oben, aber er one-shottet trotzdem die Effner mit 9,5k, ha? Huh? Weil es ihm einfach wurscht ist, ob er Attack broken ist. So, Sekhmet mit Debuffs, auch nicht so wirklich viel. Und jetzt irgendwie ein Vioproc von Genny kommt. Da ist er auch schon. Resette die Praha. Resette die Praha. Das war's. Alle wieder voll. Die einzige Chance, wie das irgendwie noch hätte gewinnen können, wäre, wenn er den Miles irgendwie killt, aber den Miles killt halt nicht mehr, ne? Wieso mit Ansage, oder? Weißt du, so ein Vioproc wäre jetzt so MVP, ein Vioproc jetzt von Genny und du hast Instance gewonnen. Und da ist er auch schon. Isis und Neftis geprevent, ha? Das ist ja der scheiß Word. Und der Julien. Und ein Feuer-Ryu. Das heißt was? Chemie-Bun? Chemie-Bun wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, ha?
Okay, Kami-Bahn und Fire-Ryu-Bahn. Fire-Ryu-Bahn auch nicht schlecht, aber ja, der hat irgendwie noch. Julien ist halt auch wieder da, ne? So, Sekhmet. Kano Reset. Na, ich glaube sogar irgendwie, dass er Chivu resetten könnte, jo. Könnte. Tut aber nicht. Quad Glancing, ha? Junkbomb im vierten. Oder im zweiten, ha? Into Kano. Macht zweiten, ha? Ah, macht dritten, ha? Pussy. Na gut. So, dritter von Kano. Slows, Stunts. Zwei Stunts nur, aber Quad Slow. Ja, Word mit Damage. Oh mein Gott, das ist ein Bio-Word, ha? Und der Proc Turn One, welche Überraschung. Ja, er fokussiert halt die Vanessa, ne? Ist da nicht irgendwie das Passive da oder der dritte Skill halt reinhaut? So, Word auf Vanessa, reicht der Damage? Nein. Na komm, Julien, ha? Wir wollen ein fettes Solo sehen. Ist echt eine scheiß Unit geworden, ne? Dass sie sich. Was ist das auf einmal jetzt? Das ist irgendwie das Neueste, ne? Dass sich die Units halt einfach selbst glänzen andauernd, oder was? Damage of Word, Bioproc, nein. Okay, ein fixes 2 zu 0, ha? Mehr gibt's nicht, oder? So. Typen kennen wir eh. Wer ist das da jetzt? Dieser Titi-Song. Und der Land-Chat. Land-Chat, der mit Diana, ha? Will Diana preven? Ach, oh, da sind wir denn den Bomber, ha? Okay, ist fix ein Bomber-Bahn. Und ich glaube irgendwie, dass das ein Riley-Bahn ist, ha? Bis deppert bin ich gut, ha? So, Kinki, Suiki, Word und Leo. Ich bin gespannt, wie wenig Damage der Miles jetzt irgendwie macht, ha? Das bin ich gespannt. So, warte kurz, ich muss weiter farmen. So, Leo first. Geh auf Miles, ha? Geh auf Cammy. So, Miles, habe viel. 5k. Dir gecountet, ha? Aber nicht gecrittet. So, Word im Freeze plus Low Debuff. Vio von Raccoonie. Defense Break. Vio Proc von Kinky into 2. Oh mein Gott, ha? Mach's gut, Cammy. Wie viel Schaden war das gerade, ha? 14k? Die Cammy fällt fast um. Wobei die Zeiten mit 50.000 HP Cammys, ha? In Arena Defenses. Na gut, macht Dickens in den RT. Ja, interessant, ha? Boost the Miles, finish den Word. Weil ich nicht glaube, oder? Reicht der Damage? Stunt den Suiki, kriegt einen Bioproc. Damage reicht halt nicht, ne? 5k Damage. Ich glaube 5,5k Damage im Word. Tja, Leo sagt halt danke. Defense Break, Dingsabums da rausgeprockt. Okay, Word is down. Das Problem ist halt, du müsstest Leo killen, damit dann Miles irgendwie Damage macht, ne? Aber wie machst du das, ha? Oh, er war ja proc'd schon wieder. Das ist es ist einfach unfair, ja? Es wird sich halt leider nie ändern, aber Bioprocs.
Sind halt echt heftig. Na bumm. Könnte das ja noch mehr Wasser-Units picken, ha? So, da wird jetzt sicher irgendwie eine Wind-Unit kommen. Was wird da kommen, ha? Wind Monkey? Glaube ich jetzt nicht, aber wäre irgendwie lustig. Würde sowieso gebannt werden. Okay, ein Dominik, ja. Wird aber auch nicht durchkommen. Tudor. Okay, Shizuka gebannt. Nana gebannt. Naja. Schauen wir mal, ne? Dominik wurde auch zu Tode genervt. Sobald der irgendwie unter 50% ist, macht er auch nichts mehr. So, Praha mit Strip. Nicht wirklich viel passiert. Bin mir nicht sicher, ob der so gut war, der Strip. Diana mit Shield. Dominik wird wahrscheinlich so auf Mannum gehen, oder? Geht auf Diana, ja, fast davon. Und hier noch einmal 15%. Und da wurdest du gestunt. Du, keine Ahnung. Schaut, Diana hat Shield raus, ja? Selbst wenn Diana jetzt irgendwie Attack Buff kriegt, kann sie maximal irgendwie stunnen, aber nicht durchdrehen, ja? Oder du hättest vielleicht, ja, keine Ahnung, die Mannum irgendwie schon one-shotten können. Mit dem Bioproc. So wurde es halt gestunt und hast eigentlich irgendwie, ja, nicht allzu viel gemacht. Ich meine, okay, es ist Defense Break und Heal Block und alles gerade auf Diana oben. Was auch nicht so schlecht ist, aber ja. Das Ding ist halt, ich hätte mir irgendwie den Bra Strip aufgehoben, wenn Manon irgendwie Defense Buff halt hat, ne? So, du musst halt sleepen, ne? Triple Sleep, ja, jetzt kannst du eigentlich eh nur auf Mannum gehen. Wobei, könnte auf Diana, ja. Diana braucht einen Bioproc. Erst bin ich eigentlich irgendwie so ein schlechtes Omen oder keine Ahnung, und Jack. 15%. Bra wird sowieso am Dodge sterben, aber wurscht. Monkey kann nicht gestunt werden. Monkey wird die Diana finishen. Ja, überleg mich. Oh mein Gott, 15%. Was? 15%? Hey. Wie viele 15% noch? Dominik mit nicht genug Schaden, wenn er Value. Na gut, das ist wieder Healblock oben. So, Monkey finisht die Diana. Wird sie ein bisschen hochheilen. Weiter Nuke auf den Monkey. Defense Break ist oben. Schild von Diana ist halt noch auf 2 Units oben. Ne? Das wird dann auch ein bisschen was absorben. Okay, Kinky schon wieder mit dem Bio-Proc. Defense Break resisted. Der viele Bio, die da irgendwie procken, ha? Und wie viele? 15%. Mannum wieder mit 15% into Stun. Stunt der Monkey irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wieder auch ge-15%ed. Okay, wieder nicht. Geh auf die Mannum. Was? Wie viele waren das? Zwei, na gut. Ich dachte irgendwie fast alles wäre 15%, aber er hat null Schaden gemacht. Ich meine, wie viele 15% bitte waren das gerade? Wobei ich eh nicht verstehe, wieso würdest du auf Abellio gehen, ja? Aber gut. Ich war irgendwie schon nicht ganz irgendwie einverstanden mit dem Turn-1-Dingens. Weil, er weiß, vielleicht hätte Dominik die Mannung irgendwie Turn-1 gewonshottet. Ich meine, okay, er kann ja nicht wissen, dass er halt ein Bioproc, ja? Schon klar. Aber ey, vielleicht weiß er auch nicht, dass Manon sich irgendwie nicht mehr selbst revengen kann, wenn sie irgendwie attackt wird. So, da. Oh, da mal ein Wind Monkey, ja? Und eine Sonja.
Riley gebannt und Cookie gebannt. Tja, das Ding ist halt die Sonja. Ich glaube nicht, dass die Sonja wirklich viel machen wird. Ich glaube nicht, dass es irgendwie reicht für einen One-Shot auf dem Wind Monkey. Das ist nämlich das Einzige, was ich jetzt nuken kann. Ha? Wie schauen wir aus? Ignorst du Defense? Ja, das kann man natürlich machen. Was war das? 11k Defense Ignore auf Raccoon, ja? Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Okay, kein Defense Break von Kinky. Wie schaut aus, Abellium im dritten, ha? Feuermonkey kommt als uns dran. Dann ist Sonja jetzt auch schon zu einem Drittel im Arsch. Okay. Entscheidet sich für den Heal. Ist, glaube ich, der richtige Play. Monkey wird halt auf Sonja gehen, ne? Stun vielleicht. Vorher kommt noch Suiki dran. Defense Break am Wind Monkey into Bioblock schon wieder. Mach einfach zweiten Skill, ha? Worauf warten? Okay. Defense Break auf Sonja. Digma Hälfte down. Weiß ich nicht. Reset Raccoonie oder so, ha? Huh? Raccoonie glänzt halt in den Monkey. Man hat sich eh selbst geglänzt, aber hey. Weiß ich nicht. Nuked jetzt weiter den Monkey? Weiß ich nicht. War irgendwie nicht so gut, ha? Huh? Okay, geht weiter. Markiert sogar gecrittet gerade. Sonja hat, glaube ich, auch noch nicht wieder Nuke ready. Ich glaube, irgendwie erst nächste Runde wieder, ne? Glaube auch nicht, dass die auf Vio ist, oder? Bist du auf Vio? Scheinbar nicht. Ja, Sonja geht jetzt down. Aber der Windmonkey, glaube ich, geht auch noch nicht down. Er wird auch nicht down gehen, weil Raccoonie gleich dran kommt. Ja, das mit Sonja, das war halt ein Fail-Pick. Und er hat halt irgendwie gehofft, irgendwie zum Lachs-Zecken, ne? Critter den Suiki, dann sind wir fertig. Was war das, hey? Also will er Bellius dann mit dem Feuermonkey, ja? Okay, Windmonkey geht noch down. Wenn Segment jetzt irgendwie ein paar Debuffs landet. Nicht die besten Debuffs. Raccoonie glänzt sich gleich selbst. Abellium muss halt heilen, ne? Raccoonie wird sich irgendwie selbst boosten, wird dann den Kinky. Okay, boostet den Kinky. Kein Bio. Kein Crit. Aber ein Bioblock von Monkey, ne? So, was machst du wieder? Defense Break auf Kinky oder zweiten Skill, ha? Defense Break auf Monkey. Okay. Guter Damage, ne? Aber Defense Break ist halt eben wieder weg. Kinky mit Defense Break into Bioblock. Nein? Was ist los mit dir, ha? Aber Belly hat noch zwei Runden Cooldown auf Heal. Keine Ahnung, ob das Suiki hat halt zweiten, oder? Okay, da ist der Vio-Pack von Abellio. Schauen wir mal, ob sich der Suiki jetzt irgendwie ordentlich hochheilen kann. Oh mein Gott, ey. Solltest du das nicht wissen, wie das der Suiki auf Revenge gerade ist? Das ist so der Revenge Defense Break, ja? Schau dir den Unterschied vom Damage an. 12k und 6k auf Kinky, ne? Der ist voll, ne? Na gut, fast aber. Halt so viel, dass er ihn halt nicht mehr killt, oder? Zweiten, oder? Ich glaube, oh ja, oder?
Jesus, ja. Okay. Kinky OP, ha? Hat er sie gewonnen, jupp. Was ist der neue Skin, ha? Gibt es irgendwie so ein Best of Five? Jo, ist es, okay. Double Monkey, Double Onimusha. Shizuka gebannt und Vanilla Dings ums gebannt und eine Josephine sind wir da gerade. So, Raccoonie mit Turn 1, ha? Okay, aber jetzt ganz ehrlich. Wofür die Josephine, ha? Wenn du Shizuka bannst. Oder? Josephine Passive wird doch irgendwie nie aktiviert, ha? Keine Ahnung. Ja, ohne Spaß. Wie soll. Naja, ist ja wurscht, ha? So. Demon's Break of Rector oben. Könnte jetzt geone-shottet werden. Okay, Oblivion of Raccoonie. Könnte sich irgendwie selber boosten, oder? Hätte es nicht Ragdoll finishen sollen? Ich würde irgendwie, weiß ich nicht, hä? Ich würde es irgendwie anders machen, aber. Ist eh wurscht. Ich habe irgendwie schon keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ist. Oh, Myoprop vom Monkey, ja. Wenn der Typ halt oben gewinnt, dann sehen wir halt noch ein fünftes Game. Sarah Cooney ist down, Myoprop schon wieder von Tessa. Wollte Oblivion auf Kinky landen. Hat aber nicht. Stattdessen geht er down. Zwei Monkeys gegen die Welt, ha? Huh? Aber was war mit dem Josephine Pick, ganz ehrlich? Hat er, macht überhaupt keinen Sinn, oder? Wenn du Shizuka bannst. Okay, der Typ oben gewinnt, ha? Huh? Defense Break of Kinky, ja. Er proppt halt schon wieder raus. Das ist, Alter, das ist so dumm. Diese verdammten Vio-Procs, ha? Xing, xing. Und da geht er down und wir sehen noch ein fünftes Match. Ist eh cool, aber irgendwie, ja. Sehen wir mal irgendwas anderes jetzt, ha? Lucian. Das ist doch schon wieder das. Oh, ein Lekmaron, ha? Oh, ne Alexandra, aber irgendwie glaube ich, dass die Alexandra nicht durchkommt, ha? Huh? Oh. Okay, können die Double Monkeys gewinnen? Was ist besser? Double Monkeys oder Double Onimushas, ha? Huh? Boah. Leg mal rum. More DPS. Nicht gecrittet gerade, ha? Also ich finde das so schlecht, ist das. Wieso kommen die Monkeys vor dem Vanilla-Dings da dran, hä? Wenn die irgendwie Tech-Buff hätten, das wäre doch viel geiler, oder? Also ich würde es irgendwie so spielen. Scheiß auf die eine Runde Immunity. Kinky wieder mal mit einem Vio-Proc. Hat aber keinen zweiten Skill, ha? Damage on Monkey. Oh, da werden jetzt wahrscheinlich Raccoonies sterben. Monkey ist auch kurz vorm Sterben. Segment Reset auf dieses blaue Teil, ha? Huh? Okay. Oblivion auf Kinky.
Klar, den Mank. Oh, was ist denn jetzt los, ha? Und der Weihe blockt schon wieder. Komm, Monkey. Mach's gut. Gut. Eindeutig. Onimusha ist größer, Monkeys, ha? Sag, jetzt hätte er den Typen. Ich mach Schluss hier. Es dauert viel zu lange einfach schon.